Ich bin der Wormser, ich komme aus Worms. Irgendwann hat es mal so einen Namen gegeben hier, weil es mein Twitter-Name ist. Eigentlich heiße ich Stefan Höhn. Ne? Meine Hobbys sind Computer, schon immer. Seit 1981, wo ich mir so ein ZX81 gekauft habe. Und die erste Erweiterung, wo ich mir dazu gekauft habe, war natürlich ein Port-Input-Output. Ne? Und seitdem bin ich am Steuern und Machen. Seit 1982. Da gibt es der von Zilog den Port-Input-Output. Hast du das mit Port-Input? Ich habe es nicht ausgemacht. Das war ja nie. Also rot ist es. On ist es. Ja, aber oben der Knopf. Hier? Jetzt. Jetzt wird auch aufgezeichnet. Eins. Jetzt. So, also ich mach mit allen möglichen Computern rum, außer Apple und Windows habe ich 2000 abgeschafft. So, den Rest benutze ich. Ich brauche keine Angst haben, ich habe das nicht studiert, aber ich bin seit 30 Jahren Elektriker, ich habe Ahnung von SPS. Und ich war auf der Palmore 7, da habe ich mein Smart vorgestellt. Das ist so ein Multimedia-Teil, mit dem man so ziemlich alles machen kann, außer telefonieren. Und ich habe eine Webseite, ja, das ist der www.untergang.de, habe ich, weil Apokalypse schon weg war. So, jetzt, was ist eine SPS? Das ist ganz einfach, das ist eine Maschinensteuerung. Früher hat man das alles mit Kabel gemacht, wenn man einen Schaltschrank aufgemacht hat, hat es gerattert von den Relais. Der Konrad Zuse hat auch nicht an die Elektronik geglaubt, der hat auch noch mit Relais Computer gebaut. Aber mittlerweile ist halt alles elektronisch. Und wenn man jetzt heutzutage den Schaltschrank aufmacht, ist oben links in der Ecke oder oben rechts in der Ecke so ein kleines Kästchen, so groß, das ist die SPS. Und der Rest ist alles mit Bus verbunden, ob das Frequenzumrichter oder Relais oder Schütze oder Ausgabe-Eingabegruppen sind. Also die Steuerung ist so groß, von einer richtig großen Maschine. So eine Abfüllmaschine oder sowas. Und ja, Industriestandard, Siemens in Deutschland oder B&R und in Amiland Allen Bradley oder im Ausland meistens, im englischsprachlichen Ausland. Da heißt es auch nicht mehr SPS, da heißt es dann PLC, das ist dasselbe. Also es ist nur ein anderer Name. Und daher kommt auch dieses OpenPLC, was ich dann benutze. Ich habe jetzt der Grund, warum ich OpenPLC benutze und nicht CodeSys. Ich war in der Firma angesprochen worden, sag doch mal was zum Raspberry Pi und SPS. Ich lade ja doch das CodeSys runter und das ist alles kostenlos und du kannst da sofort loslegen und ich drücke drauf, eine Euler. Ich habe vorhin schon gesagt, ich mag kein Windows, Eulers und sowas und wenn ich die Lizenz nicht kaufe, dann bricht mir das Programm ab. Und da habe ich gesagt, so schön CodeSys auch sein mag, ich will es nicht. Dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem anderen SPS und da bin ich halt dann auf OpenPLC gestoßen. Das entwickelt der Thiago Rodriguez Alves und der ist da ziemlich fit, der beantwortet auch Fragen, wenn man da Fragen dazu hat. Und ja, das war die erste Seite und jetzt geht's gleich los. Ein Beispiel, ich habe eigentlich das hier da mitgebracht. Das ist jetzt eine kleine SPS mit einem Steppermotor und einem Ausschalter. Das ist jetzt ein Auszug aus meinem größeren Beispiel. Da ist ein Förderband mit Barcode-Scanner, der erkennt also, ob der Barcode richtig ist, ob er schief sitzt, ob das Produkt umgefallen ist, ob es steht oder ob es zerdrückt ist. Das wird mit einer Kamera erfasst. Aber ich kann es auch noch nicht mitbringen, weil es noch nicht fertig ist. Also, aber das ist jetzt mal der Auszug. Und die Vereinfachung, die seht ihr hier in der Box. So, nächstes Bild. Das ist jetzt der Editor vom OpenPLC. Das sieht man jetzt,
Das ist die Generalansicht. Man kann es auch umschalten mit F12. Dann sieht man nur den Editor und die Variablenliste, also nur den mittleren Teil. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Aber was man hier sieht, ist dann oben links, das ist das Projekt in dem Fenster. Unten drunter sind die Variablen. Oben drüber ist die Variablen-Tabelle. Unten drunter ist das eigentliche Programm oder das Letterdiagramm oder Kontaktplan, wie man in Deutsch sagt. Und rechts sind die ganzen Funktionsbausteine und was man halt benutzen kann. Ich nehme da zum Beispiel als Beispiel den Flankenauswertung, Zeitglieder und Setzen, Rücksetzen. Das stelle ich hier ein bisschen vor. Es gibt noch mehr, es gibt Vergleicher, alles Mögliche und oder Glieder, exklusives oder, also jede Menge Zeugs. So. So, das ist so ähnlich wie beim Scratch, das wird er ja heute noch zwei Vorträge davon sehen, diese Funktionen. So, jetzt als erstes zeige ich mal, wie man jetzt ein Setzen-Rücksetzglied baut. Also ich habe zwei Taster, mit dem einen schalte ich die Anlage ein, mit dem anderen schalte ich ihn aus. Button 1 geht hinten auf das S, das heißt, es wird eingeschaltet, Button 0 auf R1 wird ausgeschaltet. Das Ganze kann man sich jetzt vorstellen wie so eine Stromlaufbahn. Links habe ich Plus und beim Q1 habe ich Minus. Also das schaltet dann, diese Button kann man sich vorstellen wie echte Knöpfe, sind aber Peripherie angeklemmt am Raspberry Pi. Die muss man natürlich definieren, was Button 1 ist und Button 2, aber das wird in dem... Es wird gut beschrieben, wie man das macht auf der Webseite. Da will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Jetzt haben wir noch diese LAMP2, eine positive Flanke und eine negative Flanke. Da sieht man, da kann ich diese Anlage übers Handy ein- und ausschalten. Also Ausgänge oder Coils, die nicht benutzt werden, also die nicht verschaltet sind im Programm, die kann man für frei benutzen, also diese Lampe 2, und die gibt's nicht im Programm, die wird niemals durch die SPS gesetzt. Dadurch kann ich aber über den Modbus den schalten. Ja, bei mir ist es noch da. Bei mir ist alles da. Guck, ich kann auch weiterschalten hier. Also das geht noch. Enrico, ist der some picture up? No, we get the connection as well. Okay. So. Ah, das war. Okay. Maus bewegen, oder? So, da gehe ich. Also das war so ein Rücksetzglied, wo man sagen kann, ich kann was einschalten, das bleibt dann eingeschaltet, ich kann es ausschalten, das bleibt dann ausgeschalten. Ohne diese ganzen, man hat ja sonst die Schaltschwierigkeiten, wo man sagt, ich schalt was ein mit dem Raspberry Pi und muss dann ausblenden, dass der Schalter nicht prellt. Das hat man hier zum Beispiel jetzt nicht mehr. So, ein Beispiel, das nächste Beispiel ist ein Blinklicht. Das sind zwei Zeitglieder, die gegeneinander verriegelt sind. Wenn das eine Blink an ist, aus ist, geht das andere ein. Also das sind T-on, heißt ein anschaltverzögerte Licht, anverzögerte Relais. Und da oben sieht man jetzt in der Variablen-Tabelle, dass Blink 1 als Output und Blinkfrequenz als Input als Klasse definiert ist. Das heißt, ich kann in meinem eigentlichen Programm, wo ich aufrufe, dann den Blinker, so wie er da ist, einbauen und habe einmal den Blinker programmiert als Funktionsblock und kann den Funktionsblock dann in mein Programm einbauen, in mein Letterdiagramm einbauen und habe dann die Möglichkeit, hunderte Blinker zu bauen mit verschiedenen Zeiten. Also was halt eine Funktion so macht.
So, jetzt ist ein Beispiel, rücksetzen mit Blinker. Da sieht man jetzt oben, habe ich mal einen grünen Strich gemacht. Wenn man den Button 1 einschaltet, geht hinten die Lampe 1 an und es wird der Merker gestattet gesetzt. Wenn ich den Button 0 drücke, dann wird der zurückgesetzt, weil dieses Zeitwerk aber ausschaltverzögert ist. Dann dauert es einen Moment, es liegt hinten immer noch Spannung an, weil es aber nicht gestattet ist und ich habe einen Blinker, wird die Lampe 0 blinken, gleichzeitig bis dieses Zeitwerk abgelaufen ist. T-off ist ein Zeitwerk. So, das nächste, was ich zeigen will, ist eine Schrittkette oder Ablaufsteuerung. In der Ablaufsteuerung braucht man solche Weiterschaltung. Also ich brauche immer Transienten, wo ich sagen kann, ich habe einen bestimmten Zustand und wenn ich den, wenn ich jetzt die Bedingungen erfüllt habe, um in den nächsten zu schalten, dann setze ich den gesetzten Zustand zurück und schalte mir den nächsten Zustand ein. Dann springt er immer eins weiter. Im nächsten Bild sieht man das dann. Alle vier Kontakte müssen angesteuert werden auf der Platine und wenn das natürlich der vierte Kontakt angesteuert ist, muss wieder der erste angesteuert werden, dass der Motor sich weiter dreht. Die vier Kontakte ist ja nur ein Schritt in diesem Vollsteppmodus. So, hier sieht man, wie sowas aussieht. Das ist jetzt eine Schrittkette. Und da beschreibe ich nochmal, was ich gerade gesagt habe. Ein Anzugsverzögertes wird angesteuert. Und was auffällt, ist das letzte Diagramm unten. Da sieht man, hier wird die Schrittkette gestartet. Nämlich wenn der Merker gestartet, wo ich vorhin gemacht habe mit dem RS-Glied, wenn der gesetzt ist, dann kommt eine positive Flanke und startet Step 1. Wenn Step 1 gestartet ist, geht es hoch und das fängt an zu laufen, die Schrittkette. Die fängt dann automatisch an zu laufen. Wie man sie zurücksetzt, ist was anderes. Das habe ich jetzt hier rausgelassen. Also man kann sie auch zurücksetzen. So. Jetzt kommen wir schon zu dem Modbus. Also, die Open PLC Raspberry Pi hat einen Bus, der Modbus, der über TCP geht. Und weil der Raspberry Pi ja WLAN eingebaut hat, kann ich den auch benutzen. So, und deswegen, weil ich den benutzen kann, gibt es auch eine App fürs Telefon. Und ich habe da diese App Modbus Druid genommen. Die habe ich mal ausgewählt, das ist das hier. Und da oben sieht man diese Zuordnung, der Pin 8 auf dem Raspberry. Das ist jetzt wirklich der Pin 8 auf dem Raspberry. Ne? Hardware-mäßig ist der QX00 im OpenPLC, also im Programmieren, wenn ich meine Variable definiere. Und Coil 0 im Modbus. Also die werden dann einfach durchlaufend fortgezählt von 0 bis 9999 im Modbus. Also die laufen einfach weiter. Aber es ist auch gut auf der Webseite beschrieben, wie man das macht und dass man, wenn man es beachtet, kommt man dann auch zu einem Ergebnis. So. Oder ich mache ein Python-Skript. Das Python-Skript besteht aus 10 Zeilen. 10 Zeilen macht genau das wie das. Also man importiert gerade diesen Modbus TCP-Client und fertig. Man sagt, setz mir mal den Ausgang. Also ich habe da auch noch eine Folie, ich kann das, wenn es einen interessiert, kann ich zeigen. So, jetzt das nächste. Anwendbarkeit, wie wende ich sowas an? Oder geht es überhaupt? Also für Industrieprozess würde ich sagen, im Moment noch nicht. Aber es unterstützt alles, was er vorgegeben ist. Also die Funktionen, die hier bereitgestellt werden, habe ich ausprobiert, die funktionieren. Also das funktioniert schon zuverlässig. Bloß es hat halt verschiedene kleine Schwächen, wo ich sagen kann, also der Schrittmotor, den könnte man theoretisch mit einem Impuls von einer Millisekunde laufen lassen. Macht das Programm, aber der Schrittmotor macht es nicht. Jetzt, an was es liegt, weiß ich nicht.
entweder der Schrittmotor mag das nicht so schnell, dann muss ich schon mal gucken in der Spezifikation von dem Schrittmotor. Aber jedenfalls, die Leuchtdioden, sieht man jetzt nicht, die Leuchtdioden, die auf der Platine sind, laufen auch nicht schneller. Und ich habe jetzt mal gemessen, für eine Viertelumdrehung braucht er 20 Sekunden bei Einstellung eine Millisekunde. Und dann habe ich mal auf 20 Millisekunden für den Schritt gestellt. Da braucht er 25 Sekunden. Also da stimmt was im Verhältnis nicht. Wollte ich nur mal sagen, mit der zeitkritischen Sachen im ganz kurzen Bereich, also im Millisekundenbereich, würde ich nicht machen. Also es läuft, aber eben nicht in den vorgegebenen Millisekunden. So, der Editor hat auch noch seine Haken. Wenn man jetzt das Programm abspeichert, also man muss das Programm exportieren in dieses ST-Format. Normal, wenn du in diesem Editor arbeitest, wird alles in XML abgespeichert. Da ist jede Kurve, jeder Knick von deinem Kabel, wo du da designst, alles drin. Aber wenn du dann fertig bist, dann tut man es in dieses ST-Format verwandeln. Das ist so eine Art Anweisungsliste, würde ich mal sagen. Das kann man, ja, also das ist aufgeschrieben. Das ist jetzt nicht wie das Letterdiagramm, sondern das ist richtiges Programm, sagen wir mal so. Und dann ist das, wie man es von Siemens kennt, das Echtzeitprogrammieren geht nicht. Also ich habe den Editor, da setze ich mir bei Siemens zum Beispiel die Brille auf und dann sehe ich meine Eingänge und meine Merker, die werden dann rot oder grün oder gepunktet oder sowas. Ich sehe dann, in welchem Zustand habe ich denn jetzt meine SPS. Da kann ich auch Fehler debuggen oder sowas. Das geht hier nicht. Also noch nicht. Die sagen, sie wollen dran arbeiten, aber das ist auch so ein Punkt, warum ich sagen kann, so richtig ist es noch nicht. Ich kann zwar über den Modbus einen Merker setzen und dann sagen, im Modbus, welchen Zustand hat es gerade, aber es ist nicht so schön, wie wenn man es im Editor sieht. Der Editor kann das, bloß das OpenPLC kann das nicht. Der hat das rausgestrichen, was nicht funktioniert. So, aber das Programm funktioniert, wollte ich noch sagen, und der Thiago Rodriguez hat es entwickelt. Wie bin ich in der Zeit? Habe ich noch? Du hast noch 5 Minuten. Ja, warte mal, da mache ich jetzt die Sachen, wo ich nicht erzählt habe, wo ich übersprungen habe, weil ich gedacht habe, es wird mir vielleicht zu knapp. Das ist der Compiler. Da kann man dieses Programm, wenn man dies in das ST-Format umgesetzt hat, kann man damit hochladen. Da ist nochmal, der schmeißt auch nochmal Fehlermeldungen, wenn er was nicht versteht, wenn zum Beispiel eine Variable doppelt zugeordnet ist. Dann kann man in dem PLS, in dem ST-Programm mit einem normalen Editor öffnen und kann die Variable ändern. Da braucht man nicht in den eigentlichen Editor, weil das ist ein bisschen kompliziert, wenn man in den eigentlichen Editor von OpenPLC reingeht. Da hat man schneller gemacht. Zum Debuggen einfach einen normalen Editor nehmen. So, da schreibe ich das nochmal mit dem Debuggen. So geht's nämlich. Hier kann man einfach die Zeiten mal verändern. Wenn man sagt, ich will gerade, wie ich vorhin gesagt habe, mal eine andere Zeit für meinen Motor haben, andere Millisekunden. Du siehst hier gerade einen normalen Editor aufmachen, änderst und lad einfach hoch. Und dann läuft das Programm mit den anderen Millisekunden. Also großartige Änderungen würde ich da drin nicht machen, weil da ist ein Komma oder ein Absatz oder irgendwas schon, macht's kaputt. So, jetzt komme ich nochmal, wie man die Schritte zurücksetzt. Weil vorhin habe ich gesagt, wie man die Schritte setzt. Also so setze ich sie zurück, ich mache einfach ein Endglied und sage, wenn gestattet, dann kommt der Ausgang, wenn nicht gestattet, dann kommt er eben nicht. Dann ist es aus. So, und das ist das Python-Skript. Das ist alles. Da oben kann ich meine Coil setzen, kann ich sagen, mein Ausgang soll kommen. Da schreibe ich den und da unten der liest die Eingänge, schreibt dann grüne LED und so weiter. Also das ist dasselbe, was ich vorhin gezeigt habe. So, jetzt kommt noch eine Folie, wo ich bin gut. Das letzte Mal ist es knapp geworden. Ich habe mich gar nicht getraut, so viele Folien zu machen. So. Den einen aus,
mit dem Blinker, wo ich gesagt habe, ich habe ja... Das. Also, ich hab hier mit meinem Funktionsblock den Funktionsblock eingebaut, wo ich vorhin gebaut habe. In der anderen Folie habe ich es mit dem normalen Blinker gezeigt. Jetzt geht... Ja, jetzt geht es mit Funktionsblock. Diesen Funktionsblock kann ich genauso einbinden wie jetzt ein Zeitwerk oder ein RS-Glied. Der ist nur selbst gemacht und erscheint auch bei den Funktionen. Also diese Funktionen, die vorgegeben sind, die sind nur ein Beispiel, wenn man eigene haben will, hat man ruckzuck welche selber gemacht. Also der Blinker war zum Beispiel nicht dabei und dann habe ich gesagt, ich mache mal einen Blinker. Als Beispiel auch, dass man sieht. Und da unten sieht man jetzt das ausschaltverzögerte Zeitwerk, T-off. Ne? Und der gibt aber einen Zeitwert aus, den man nicht also einfach darstellen kann. Den muss man vorher verwandeln und setzt dann eine Variable. Und wenn ich dann in den Modbus gehe, kann ich mir die Variable angucken und ich sehe, wenn ich mein Gerät ausschalte, sehe ich die Variable runterzählen in Echtzeit. Also das ist schon toll. Also alles, was mir in dem Modbus, da kannst du jetzt so eine Abfragezeit eingeben, sagen wir alle Sekunde. Also wenn es schneller wird wie eine halbe Sekunde, das siehst du nur noch Geflicker auf dem Telefon. Aber so alle Sekunde ist eine schöne Zeit. Das sieht man auch, alle Sekunde ändert sich der Wert. Wenn ich da sage 8 Sekunden, dann zählt er halt. So, ich glaube, aber das war's. Jetzt können wir, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja, da kommt nichts mehr. Wo ist das? Fragen. Ja, wir kommen jetzt schon zu Fragen. Also, hat jemand so eine SPS schon mal gesehen überhaupt? Das würde mich mal... Einer hat es mal gesehen, sowas. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen noch mehr Anfang bringen müssen. Irgendwelche Fragen? Ich hätte mal eine Frage, kann der OpenTSC-IE-Core jetzt 5 und 8 machen? Nee, der kann alle fünf, die in dem IE-Dingsbums spezifiziert sind, der kann alle 5. Also der ist... Der kann alle 5 und man kann sie auch ineinander verschachteln. Wenn man sagt, ich brauche jetzt mal einen Funktionsplan oder ich brauche einen anderen Plan, einfach reinschieben und anbinden, funktioniert. Das kann Siemens zum Beispiel nicht, da kann man nur bei Step 7 oder was, kann man alles umschalten. Aber hier kannst du es zusammenbasteln. Wenn du sagst, das liegt mir jetzt besser, dann mach's einfach. Probieren ist auch so eine Sache. Wo man sagen, funktioniert es? Es funktioniert. Ja, die habe ich noch nicht gefunden hier. Die habe ich noch nicht gefunden, aber es sind diese Variablen-Tabelle kann man praktisch unendlich machen. Ne? Also und da kannst du auch einen Stadtwert vorgeben wie bei Siemens. Und da habe ich sowas. Da kannst du einen Stadtwert vorgeben, ich glaube ganz am Anfang. Sieht man da? Nee, da sieht man es nicht. Hier glaube ich. Dauert ein bisschen, bis der nachkommt. Nee. Ich bin zu schnell. Ganz am Anfang. Hier oben. Siehst du? Da kann man jetzt auch einen Wert eingeben, zum Beispiel 55 Millisekunden. Das ist der Stadtwert, den kann man aber überschreiben jederzeit. Das ist so ähnlich wie diese Datenbank. Ja, und die Kommunikation mit der SPS über Modbus. Ja, es geht alles über Modbus. Also dieses ganze, alle Peripherie. Also ich habe jetzt hier nur den Raspberry Pi. Dann kann man sich das Programm runterladen. Jetzt ist jetzt ein spezielles Programm nur für den Raspberry Pi. Man kann da auch noch jede Menge Arduinos und anderes Zeugs dranhängen. Das geht alles. Alles, was diesen Modbus spricht, kannst du da dranhängen.
Frage, wenn man jetzt über das Verfahren steuert, gibt es eine Rückmeldung? Wenn ich jetzt irgendwie über Probleme hätte, dass du mit übertragen wird, musst du programmieren, geht. Ja. Du kannst sagen, ich setze den Eingang und dann musst du halt einen Ausgang sagen, der sagt, ist der Ausgang auch, ist der Eingang auch gesetzt. Dann muss man programmieren, es geht. Ja. Also ich hab noch nichts Kleineres gefunden wie Millisekunde. Aber wie gesagt, bei Millisekunde, das muss man wirklich mal ausprobieren, kann er überhaupt Millisekunde? Ne? Also. Ja, das habe ich noch nicht ausgetestet, ob jetzt die Mechanik zu träge ist oder. Aber was ich gesehen habe auf der Platine sind ja so Leuchtdioden drauf. Die laufen nicht viel schneller bei einer Millisekunde wie bei 20 Millisekunden. Da müsste man ja einen Unterschied sehen. Das müsste ja dann durchrasen. Das müsste ja eigentlich nur noch ein Strich sein, ne, bei einer Millisekunde. Macht's aber nicht. Müsste man rausfinden, habe ich noch nicht. Ja, es gibt verschiedene, der Alves, der hat verschiedene Sachen damit programmiert. Aber er hat auch eigene Sachen entwickelt, aber er macht halt wegen Raspberry Pi Reklame, sagt hier, mach was mit Raspberry Pi und schließe alles Mögliche an. Ich habe also nicht alles getestet, noch nicht alles. Man kann da testen und wenn man Fragen hat, der beantwortet das auch. Ne? Ich glaube, wir machen für jetzt erstmal Schluss, falls noch weitere Fragen Fragen vorhanden sind. Der Wommser ist drüben in der Kapelle zu finden. In der Kapelle, da baue ich das auf. Können Leute gucken und mir mal über die Schulter gucken, wie es eigentlich funktioniert, weil das war jetzt doch ein bisschen theoretisch, waren zwar Bilder dabei, aber. So richtig kann sich vielleicht der eine oder andere noch nicht vorstellen. Vielen Dank für den Vortrag. Bei uns geht es in 5 Minuten, also um 10 nach 11, mit einem Vortrag zu Scratch weiter. Nebenan findet ein Vortrag zu dem IoT-Push-Button zur selben Zeit statt. Bis dann. Danke.